Morgen, liebe Radsportfreunde. Ich fahre gerade auf dem Dreisamradweg. Es ist super idyllisch. Hier sind auch viele Radler unterwegs. Selbst am Freitag. Das Wetter ist gut. Die Nacht war es sehr kalt. Heute Morgen um 7 noch 5 Grad. Es klappte gerade so mit meinem Zelt und mit meinem Schlafsack, der 5 Grad Komforttemperatur hat. Ich bin jetzt auf dem Weg in Richtung Kirchzarten und dann geht es über die Berge nach Donaueschingen. Die Tour gestern konnte ich leider gar nicht aufzeichnen. Ich habe nicht gemerkt, dass mein Memory-Stick voll war. Das fiel mir erst auf, als ich schon am Ziel war. Habe aber ein paar Fotos geschossen. Das sollte auch reichen. Also dann noch ein wenig die Landschaft genießen. Ich werde mir gleich auch mal eine Bank aussuchen und mich ein bisschen kühler anziehen. Ich habe noch die lange Radhose an, aber die Sonne scheint so schön. Das sollte reichen, mit kurzer Hose zu fahren. Es geht ja gleich hoch. Und dann wird mir sowieso warm. Ich habe mich immer noch nicht umgezogen, muss aber also etwas ruhiger fahren, sonst wird es mir zu warm. Es geht ja auch stetig bergan, zwar nicht stark, aber doch stetig. So gefällt mir das. Da vorne sehe ich ja die Berge vor mir, über die muss ich ja rüber. Naja, meine Beine sind schon relativ schwer. 4 Tage haben mir ein Tribut gefordert. Ich werde das heute mal sehr langsam angehen. Und dafür die Landschaft mehr genießen. So, jetzt geht's bergan. Kleinste Gang,
Es ist ziemlich steil. Ich nehme an, wo es da hingeht. Da habe ich meine Freunde. Und hier kann man mal ins Tal runterschauen. Da bin ich lang gekommen. Den Weg sieht man nicht, der liegt ganz unten im Tal. Aber man wird belohnt durch den wunderschönen Ausblick. Es war aber auch anstrengend. Viele Berge in dieser Qualität brauche ich also nicht mehr. Wir schaffen das mit Motorkraft. Ich gehe mal näher ran, dass man das Schild auch sehen kann. Zeichnerweise bin ich jetzt auf den Steigweg. Das habe ich gemerkt, den bin ich auch hochgestiegen. Wollen wir uns mal anschauen, wie das so hier rundherum aussieht. Ich bin leider noch nicht ganz oben. Also ich muss mich noch mal weiter quälen. Teilweise schiebenderweise oder wenn es geht im ersten Gang. Im Sitzen und im Stehen. Der Wind bläst hier oben auch ganz gut und die Sonne hat sich leider verabschiedet. Ja. Dann geht es jetzt weiter in die Richtung bergauf.
So, ich hoffe, das gilt jetzt auch für mich, dass ich die Höhenmeter geschafft habe. Lassen wir uns mal einen Rundumblick genießen. Das müssten die Schweighöfe sein. Und wir sind wieder beim Inri gelandet. Also weiter geht's. Jetzt bin ich wieder frohen Mutes. Es kann abwärts gehen, hoffe ich mal. Und dann geht's auf nach Donaueschingen. Also, bis bald. Ich schwenke mal. Da hinten die Kirche, die habe ich glaube ich schon mal gesehen. Zwiebeltürme. Das habe ich glaube ich umrundet. Und jetzt geht es hier ein kurzes Stück auf die Hauptstraße. Oh, der Himmel, der sieht nicht gerade sehr verlockend aus. Ich hoffe mal, es bleibt noch trocken. Nämlich im Regen hätte ich hier keine Lust gehabt, diese Strecke zu fahren. Dann schwitzt man ja noch mehr. Klar, eben noch einen Radler getroffen. Der sagte mir, dass ich jetzt erstmal runterfahren muss und dann muss ich nochmal auf 1100 Höhenmeter oder 1100 Meter über normal Null fahren. Also es geht nochmal hoch. Jetzt muss ich mir aber erstmal etwas zu essen suchen und die Abfahrt genießen. Der Radler, den ich getroffen habe, kam von Sizilien und will heute noch nach Freiburg. Der ist 3 Monate unterwegs gewesen. Boah, schön ist es hier und etwas wärmer. Da ist das schon ein Gasthaus. Das schaue ich jetzt mal an. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Es regnet heftig und hagelt dabei. Da habe ich mich untergestellt. Ist
glaube, die Regensachen muss ich gleich anziehen. Ich stehe unter einem Garagenvordach.